Frank Siegmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2012 in Karlsruhe. Frank Siebmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2012 in Karlsruhe. Ja, wir sind immer noch am zweiten Tag der Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre LearnTech, die Leitveranstaltung zum Thema Bildungstechnologie. Hinter uns sehen wir, es ist etwas ruhiger geworden. Die ersten Fachbesucher sind nach der Druckbetankung gleich wieder in die Hotels zurück, aber morgen wird es sicher hier wieder richtig losgehen. Wir haben einen weiteren spannenden Gesprächspartner für Sie, Herr Klöcker von der Firma Avato. Und hier geht es um eine Art LMS Plus. Es geht um Trainingsmanagementsysteme, was dahinter steckt, wie das funktioniert, gleich hier im Gespräch. Ja, jetzt bin ich hier am Stand von Avato und mein Gesprächspartner ist Herr Klöcker. Schönen guten Tag, Herr Klöcker. Ja, guten Tag. Herr Klöcker, wir haben ja einen Begriff, den wir unbedingt klären müssen, was dahinter steckt, wie das funktioniert, was nicht so viel verwendet wird zurzeit. Das ist Trainingsmanagementsystem. Lernmanagementsysteme kennen wir sehr verbreitet. Was ist denn da der Unterschied? Also wir grenzen uns mit dem Trainingsmanagementsystem zu den klassischen Lernmanagementsystemen in der Richtung ab, dass wir einen eher übergeordneten Ansatz verfolgen. Während klassische Lernmanagementsysteme eher den Fokus auf das reine E-Learning legen, lenken wir den Blick auf das große Ganze und integrieren mit dem Trainingsmanagementsystem das Management von klassischen Präsenztrainings und E-Learnings in einem Gesamtsystem und realisieren so das Verfolgen von Trainingsleistungen in Unternehmen und Weiterbildungsleistungen der Mitarbeiter im großen Ganzen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Avato, wofür steht Avato? Was sind die Geschäftsfelder? Also Avato Systems, unser Unternehmen, gehört insgesamt zum Bertelsmann-Konzern und ist als Unternehmen als klassischer Systemintegrator aufgestellt. Das heißt, in der Regel treten wir auf nicht als Systemanbieter, sondern wir integrieren vorhandene Systeme zu branchenspezifischen Lösungen. Jetzt wissen wir schon mal, was hinter Avato steckt und wir wissen jetzt auch schon, was ein Trainingsmanagementsystem ist. Ich würde das gerne noch mal ein bisschen plastischer machen. Haben Sie einen Referenzkunden, über den wir sprechen können? Erstmal mal gucken, wie waren die Bedarfe und wie lassen die sich lösen? Ja, der Referenzkunde in diesem Bereich ist die Ostdeutsche Sparkassenakademie. In dieser Unternehmensgruppe, dem Ostdeutschen Sparkassenverband, ist die zentrale Aufgabe gewesen, in einer Akademie, dass die Weiterbildungsdienstleistung dieser Akademie für insgesamt mehrere 10.000 Sparkassenmitarbeiter zu organisieren, weitestgehend als Präsenzen und das Ganze aber in Form eines Webportals zum Buchen anzubieten und das gesamte Buchungsmanagement auch webbasiert abzubilden. Wir sind jetzt hier auf der LearnTech, das ist ja die Leitveranstaltung zum Thema E-Learning oder Einsatz digitaler Medien in dem Bildungsprozess oder Bildungstechnologie, wie immer man es sagen möchte. Immerhin 20 Jahren ist eine lange Zeit, so sind viele heute nicht mehr verheiratet so lange. Sie kennen die LearnTech auch schon sehr lange, Sie sind ja als Teilnehmer in verschiedenen Eigenschaften und auch als Aussteller unterwegs. Was hat sich eigentlich geändert in dieser Zeit? Sind die Gespräche heute anders wie in den alten Zeiten oder ist alles immer noch so ähnlich? Also ich bin jetzt zum 10. Mal Aussteller auf dieser Messe und wenn man mal die gesamten 10 Jahre Revue passieren lässt, hat sich das Publikum der Messe eigentlich aus meiner Sicht komplett geändert. Während in den ersten Jahren, in denen ich an der Messe teilgenommen habe, eher auch klassische Bildungsdienstleister und auch Schulen, Universitäten in der Mehrzahl waren, ist mittlerweile das Publikum eher auch in Richtung Personalentwicklung in Unternehmen geschwenkt, was uns natürlich mit unserem Produktangebot sehr entgegenkommt. Und wenn wir einen Blick in die Zukunft wagen, was glauben Sie, was werden die Treiber der Zukunft sein? Ist jetzt da ein Hype, um die Lern-Apps zu erwarten oder wird ganz unaufgeregt das Thema sich vor sich her entwickeln? Ja, also ich
Ich denke, dass diese Hype um diese Lern-Apps, um Tablet-PCs und so weiter eher nur vorübergehend ist, genauso wie mal der Hype um das E-Learning als solches war. Und ich denke, dass sich das in Zukunft eher in Richtung Integration aller beteiligten Komponenten und Bereitstellung eines Komplettangebotes entwickelt, weil das letztlich den Bedarf in einem Unternehmen erst decken kann. Wir haben ja ungefähr 150, 160 Aussteller, 1000 Kongressbesucher, 5000 Fachbesucher hier auf dieser LearnTech und trotzdem sind wir im internationalen Ranking gerade mal auf Platz 17 Deutschland, was den Einsatz digitaler Medien angeht. Die Bundeskanzlerin hat uns verortet, wir müssen zur Bildungsrepublik werden und Bildungsexport ist ganz entscheidend. Was machen wir falsch? Woran liegt das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann aus meinem Kundenumfeld vielleicht antworten. Wenn Sie den genannten Sparkassen Akademie-Referenzkunden nehmen, dort besteht die Klientel zum großen Teil aus eher konservativ denkenden Personalentwicklern in Sparkassen, Personalverantwortlichen, denen die digitalen Medien noch relativ fremd sind. Auch dort sehen wir zurzeit einen Wandel. Das heißt, dieser Wandel scheint in Deutschland aufgrund einer eher Richtung Bildung, konservativen Grundeinstellung langsamer sich zu vollziehen. Aber er vollzieht sich und ich bin mir ganz sicher, dass wir in den kommenden Jahren in dem Vergleich zu anderen internationalen Studien und so weiter kräftig aufholen werden. Okay, super, das hört sich gut an. Das nehmen wir einfach auch mal als Schlusswort. Vielen Dank, Herr Klöpper. Sie haben es gehört, viel Grund für Optimismus, gepaart mit Kompetenz und schon sind Sie schnell bei Arvato. Wir haben noch einige spannende Drehs. Bleiben Sie dran. Frank Siepmann für E-Learning Journal live von der LearnTech 2012 in Karlsruhe.